Willkommen zu Video Teil 2 mit Matthias Schmidt und hier sprechen wir im Detail darüber, wie man sein Depot aufbauen sollte, aber auch welche Aktien und besonders welche Aktien langfristig Mehrwert generieren. Und da sprechen wir darüber, welche Art von Aktien hier hilfreich sein könnten. Er nennt auch Beispiele und die schauen wir uns sogar auch mal im Chart an. Also viel Spaß bei diesem Video. Let's go. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Arten von Aktien. Peter Lynch spricht da immer wieder drüber, hat darüber gesprochen, auch in seinem Buch Der Börse einen Schritt voraus. Es gibt Slow Grower, es gibt Fast Grower. Kannst du da auch mal so eine kurze Kategorisierung machen? Sollte man da so drauf achten? Also Slow Grower, Fast Grower, Wachstumsaktien natürlich bedeutet das. Und dann aber auch vielleicht Turnaround-Kandidaten. Wie sollte man sein Depot denn überhaupt aufbauen, wenn man sich solche unterschiedlichen Aktien anschaut? Also grundsätzlich, das oberste Gebot ist zu diversifizieren. Und das merken jetzt viele eigentlich recht schmerzlich, die im letzten Jahr, ja, die haben sich ja lange Zeit gefühlt wie Könige, indem sie im Prinzip auf die High-Growth-Werte quasi gesetzt haben, auf Unternehmen, die extrem stark, sich extrem schnell entwickeln, aber noch keine Gewinne, keine Cashflows häufig generell, also die noch ganz am Anfang sind, die häufig auch nur eine Idee haben, die noch extrem, ein sehr frühes Stadium sind. Die sind lange sehr gut gelaufen, haben sehr lange Kursgewinne gebracht und ja, auf Basis dieser Kursgewinne haben sich viele Leute dann eben sehr sicher gefühlt und haben immer größere Depotanteile rein investiert. Und im letzten Jahr haben sie dann halt, oder auch jetzt am Jahresanfang, haben die halt richtig scharf korrigiert, als die Diskussion mit den Zinserhöhungen kam und so weiter. Und entsprechend stark sind die Depots dann jetzt gefallen. Und da haben viele nicht wahrgenommen, welche Risiken sie eigentlich eingegangen sind, die sie gar nicht eingehen wollten. Und deshalb ist es wichtig, ja, man kann High-Growth-Werte und man sollte auch ein paar im Depot haben, aber eben mit einer entsprechenden Dosis und nicht nur High-Growth, die alles von einem Faktor im Prinzip abhängen. Ja? Dasselbe ist, man sollte auch, ich sag mal so, mal grundsätzlich diversifizieren, also in verschiedenen Branchen sein. Und wichtig ist, diversifizieren heißt nicht einfach 15 Werte ins Depot knallen und dann bin ich diversifiziert. Nein, weil es gibt Aktien, die haben eine relativ hohe Korrelation zueinander. Bedeutet, wenn die eine Aktie fällt, fällt die andere eben auch mit. Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal die deutschen Automobilhersteller nimmt. Oder wenn man eine Lufthansa und eine TUI als Beispiel nimmt. Beides von ähnlichen Faktoren mit Tourismus jetzt abhängig. Wie kommt das Ganze wieder? Also beide haben unter Corona gelitten. Beide könnten bei einer Erholung vielleicht mal kurzfristig profitieren. Oder andere Werte. Also Werte, die relativ miteinander korrelieren. Und da gibt es im Übrigen ein schönes Tool von TraderFox. Und das können wir uns, glaube ich, gleich mal anschauen. Und zwar, ich habe das mal mit, ich glaube, 13 Werte sind es gemacht. Ganz genau. Ich habe mal, ein paar Werte sind nicht alle, die ich im Depot habe, aber es sind einige der Aktien, die ich so im Depot habe. Die haben wir genommen und haben sie einfach mal in die Portfolio-Matrix von TraderFox rein. Und dann sehen wir jetzt viel grün und ein bisschen rot. Und das Ganze, vielleicht zur Erklärung, wie diese Korrelationsmatrix funktioniert oder was das Ganze ist. Wir haben sowohl auf der X- als auch auf der Y-Achse quasi die Werte jeweils abgetragen. Und jeder Wert zu sich hat natürlich eine Korrelation von 1. Das heißt, er steigt und fällt ja gleich. Wenn wir aber jetzt den einen Wert zu den anderen anschauen, dann ist es besonders interessant, Aktien zu haben, die sich unabhängig voneinander entwickeln. Und wenn wir jetzt hier in der ersten Spalte oben mal die Itosho anschauen, Itosho korreliert zu Nestle 0 und korreliert zu Danaher 0. Und Danaher und Nestle wieder 0,1, also unter etwa 0,2, 0,25 spricht man eigentlich, dass die Werte sich unabhängig voneinander entwickeln. Klar, wir haben einerseits diese allgemeine Marktentwicklung, wie wir es im Moment sehen, wo die Kurse mal am Markt rauf und runter gehen. Aber dadurch, dass wir viele Einzelwerte drin haben, versuchen wir eben im Prinzip das Einzelwertrisiko zu reduzieren. Und wenn wir dann Werte haben, die überhaupt nicht miteinander korrelieren, dann kriegen wir das Depot richtig ruhig hin.
Und wenn wir jetzt ein Depot, als Vergleich dazu ein Depot hätten, wo 6 oder 8 High-Growth-Werte drin wären, dann hätten wir halt ja, an vielen Stellen ja zumindest mal orange, teilweise sogar dunkelrot die Korrelation. Und deshalb Werte aus verschiedenen Branchen nehmen. Wir sehen hier zum Beispiel mit Nestle Nahrungsmittelkonzern, Itochu ist eine japanische Handelsgesellschaft, Danaher ist Life Science, die Weng Fine Art ist ein kleinerer Wert, das ist im Kunsthandel aktiv, Trimble ist jetzt eher ein Technologiewert, nämlich die machen Satellitennavigation, Nippon Sanso ist ein Gasewert, etc. Also wir sehen, die sind in verschiedenen Regionen. Nippon Sanso kommt zum Beispiel wie Itochu aus Japan, Nestle aus der Schweiz, Weng Fine Art Deutschland, wie auch dann BASF, Münchner Rück, eine Danaher ist USA. Das heißt, wir sehen also global diversifiziert, wir sehen es ist nach Branchen diversifiziert und auch nach verschiedenen Unternehmensgrößen. Wenn jetzt eine Berkshire, eine Nestle, eine Danaher richtig große Gesellschaften sind, sind eben auch, wie jetzt mit einer Weng Fine Art oder Quirin, kleinere Firmen mit dabei. Und das soll im Prinzip, ja, das zeigt einfach, dadurch, dass viel Grün hier ist, dass die Werte wenig miteinander korrelieren und dass man bei so einem Depot dann relativ ruhig schlafen kann. Du hast das ja auch nochmal als Chart nach Positionsgröße hier mitgebracht. Das heißt, im Tortendiagramm, wenn man das jetzt mal hier sieht, die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise in der Nestle eine 8% habe oder Itochu 8% und mit diesen, oder auch eine Münchner Rück, wenn mit diesen Unternehmen dann mal etwas passiert und da gibt es eine negative Nachricht, haben wir einmal den Vorteil, die Korrelation ist sehr gering, wie du gerade gesagt hast, unter den Unternehmen, wenn damit was passiert. Aber die Frage ist jetzt von meiner Seite, sind nicht 7% im Depot von einem Unternehmen, ist das nicht zu viel? Ja, ich habe das Ganze hier, das ist nicht mein Depot, das sind nur Beispielswerte drin. Also im Prinzip, ich wollte das Ganze nur bei der Darstellung übersichtlich machen, weil wenn man dann 20 oder 25 nimmt, dann wird das Ganze zu unübersichtlich. Aber prinzipiell habe ich in meinem Depot nur mit Danaher einen Wert, der über 10% ist. Die anderen sind alle deutlich darunter. Danaher kommt einfach daher, die hat sich halt so gigantisch entwickelt. Und ich habe aber auch nie verkauft, weil ich ja dann Steuern auf die Gewinne zahlen müsste. Genau. Und den Erstkauf habe ich 2012 im Februar gemacht. Das waren vor ein paar Tagen jetzt über 10 Jahre her, dass ich die erste Aktie, und das war in der Spitze mal ein Tenbacker sogar. Dementsprechend hat man dann natürlich einen hohen Depotanteil drin. Aber ich habe es hier der Übersichtlichkeit halber das Ganze jetzt mal bei, ich glaube, 13 Werte, was es sind, gelassen. Und ich wollte einfach daran an dem Beispiel zeigen, wie man ein Depot ausgewogen gestalten kann. Natürlich kann man das Ganze dann noch auf 20 Werte oder 25 hochfahren irgendwo. Das macht dann den einzelnen Anteil noch mal geringer. Ja. Wie groß sollte ich denn in etwa so eine Depotgröße bzw. eine Aktiengröße im Depot machen? Man sagt ja so 3% um den Dreh. Wie darf man das jetzt sehen für einen Anfänger oder auch für einen Erfahrenen jetzt, damit man nicht so hohes Risiko hat? Es kommt drauf an. Also, und zwar aus Folgendem. Wenn jemand anfängt und mit 1.000 oder 2.000 Euro im Prinzip startet und das Ganze ja im Lernmodus ist, sage ich jetzt mal, ja, dann ist es durchaus okay, wenn da auch nur 8 oder 10 Positionen drin sind. Ja, oder wenn er Sparpläne auf 8 oder 10 am Anfang hat. Ja. Weil die absoluten Schwankungen sind dann noch erträglich. Ja, es macht ja keinen Sinn, sich dann mit 20 Werten über zu diversifizieren. Da ist es besser, mit kleinem Geld anzufangen und vielleicht auch nur 6 oder 8 Unternehmen zu haben, aber sich mit denen intensiv zu beschäftigen und zu wissen, was man tut. Und dann tut man halt beim nächsten Neukauf irgendwann mal ein 7., ein 8., ein 9. Und so weiter hinzufügen. Ja, also langsam reinwachsen damit. Während, wenn die Summen dann größer werden und spätestens, wenn es irgendwann mal 6- oder 7-stellig wird, dann sollten die Anteile immer weiter runtergefahren werden. Also je höher das Volumen, desto eher die Diversifikation. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für was wir noch gar nicht erwähnt haben, nämlich die Asset Allocation, weil Aktien ist ja nur ein
Investmentvehikel. Man kann Immobilien machen, man kann in Edelmetalle investieren, man kann in Staatsanleihen investieren, man kann in Staatsanleihen aus Emerging Markets zum Beispiel auch wieder investieren. Also da gibt es verschiedene Assetklassen, die auch ein Stück weit unabhängig voneinander laufen. Und Asset Allocation ist beim Depot von 20, 30 oder 50.000 Euro noch relativ unwichtig, sage ich mal. Aber wenn es dann sechs- und siebenstellig wird, wo es dann irgendwann auch Richtung Vermögenserhalt mehr geht, ist Asset Allocation das Grundlegende. Sehr deshalb richtig, ist immer schwer zu sagen, generell einen Rat zu geben, geht eigentlich nicht, sondern es hängt im Prinzip davon ab, in welcher Phase sich jemand befindet. Und es ist durchaus sinnvoller, wenn jemand, ich sag mal, alles, was mal unter 10.000 Euro ist, auf jeden Fall mal sich mit ein paar Werten intensiv beschäftigen und dort richtig tief reingehen in die Sachen, als im Prinzip dann anfangen bei 10.000 mehrere Assetklassen abzudecken und dann verschiedene Produkte noch zu nehmen. Nee, lieber einen Bereich machen und den professionell und langsam wachsen und dann vielleicht mal irgendwann einen zweiten Bereich vornehmen und da intensiver reinwachsen, als gleich unprofessionell in vielen Ecken vorwärts rangehen. Ja, ja. Wichtig ist auch, was mir sehr, sehr wichtig ist und ich immer wieder merke, diese Hype-Aktien, also High-Growth-Aktien, du hast es schon angesprochen, da investieren sehr, sehr viele Anfänger rein. Aber es gibt auch Unternehmen, unter anderem einige, die du auch oder die wir eben jetzt hier gesehen haben, die du mitgebracht hast, die einfach langfristig über Dekaden hinweg Performance hatten, Cashflow gestiegen sind und Mehrwert für den Anleger geboten haben. Aber du hast auch mal jetzt hier einen Vergleich mitgebracht von Unternehmen, wo man eben genau das Gegenteil sieht. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Genau, also was ich recht gern habe, ich nenne es immer links unten, rechts oben Aktien. Also ich möchte gern bei einem Unternehmen investieren, bei dem ich im Prinzip sehr lange investiert bleibe. Und dazu muss es aber nicht nur einen kurzfristigen Modetrend irgendwo bedienen, sondern es muss im Prinzip über Zyklen hinweg Mehrwert für uns Aktionäre generieren. Und mein Lieblingsbeispiel ist da die Danaher, das US-Konzern, der im Bereich Life Science, Diagnostik und so weiter aktiv ist. Aber was die für Produkte machen, ist eigentlich in dem Sinn egal. Die haben nämlich ein ganz anderes Herzstück, nämlich das Danaher Business System. Das ist angelegt an Kaizen. Und das ist eine permanente Erneuerung des, des Unternehmens. Das ist die haben so oft schon Gesellschaften abgespalten, dann wieder mal eine neue übernommen und wieder integriert. Und gerade jetzt in der Corona-Krise hat man gesehen, wie wichtig dieses Konzept dahinter ist. Die haben nämlich als einer der ersten Corona-Tests auf den Markt gebracht. Klar, sie waren im Testgeschäft, aber sie waren im Prinzip der flexibelste von allen, der am schnellsten, aber der diesen Markt sehr gut genutzt hat. Und sie blicken jetzt schon einen Schritt weiter. Sie haben mit Aldevron jetzt eine Firma übernommen, wo sie sich die Hüllen für mRNA reinholen. Egal, wer den nächsten mRNA-Impfstoff für irgendwelche Impfung oder für was auch immer bringt, Aldevron liefert praktisch die Hüllen, ist der Schaufelverkäufer. Und das Ganze geht aber nur, das kannst du nicht, weil du hast vor 2 Jahren noch nicht gewusst, was mRNA ist und für was man es braucht, oder vor 3 Jahren vielleicht hat es noch keiner auf dem Schirm gehabt, ja. Und deshalb ist es nicht mal so sehr das Produkt das Wichtige, sondern die Unternehmenskultur, die Philosophie, nach der gearbeitet wird. Und wenn wir uns jetzt mal bei Danaher den Chart ansehen, und da ist das Wichtige ist, wir schauen hier nicht die letzten 1, 3 oder 5 Jahre an. Das ist nämlich ein Fehler, den meiner Ansicht nach viele machen, die maximal die letzten 10 Jahre anschauen, weil sie sagen, das Unternehmen war dadurch damals auch nicht dasselbe, es war doch ein anderes und so weiter. Ja. Nein, ich will sehen, wie Unternehmen sich über Zyklen hinweg entwickeln. Und da fangen wir am besten in den 1990er Jahren an, weil dann haben wir den Dotcom-Crash drin und wir haben dann auch die Finanzkrise drin. Und wenn man es bei Danaher mal macht, und wir sehen hier Danaher im logarithmischen Chart, das heißt also, zwischen 2 Einheiten ist der Abstand immer prozentual, also dieselbe Strecke ist immer prozentual dieselbe Steigerung. Also von 50 auf 100 ist genauso weit wie von 100 auf 200 jetzt. Weil sonst würde es einfach nur bei langfristigen Charts nur als Fahnenstange aussehen. Und wir sehen hier, ja, sie haben im Prinzip die letzte Phase der New Economy, Herr Danaher, gar nicht mitgenommen. Da hatten die schon korrigiert, aber sie waren halt auch wieder die Ersten, die aus der Krise rausgekommen sind. Und 2008, 2009 auch. Ja,
sie waren tangiert. Also sie können sich nicht komplett von dem abkoppeln, was die Börse und die Wirtschaft macht, aber sie sind immer diejenigen, die wieder schnell rauskommen und wieder schnell auf die Spur kommen. Und das sehen wir jetzt auch. Sie waren letztes Jahr in der Spitze dann natürlich mit dem ganzen Corona-Hype zeitweise recht teuer bewertet. Jetzt haben wir mal eine Korrektur von 20%. Ja, aber das Unternehmen dahinter wächst weiter. Das ist auch eine wichtige Geschichte. Mhm. Zu trennen zwischen Preis und Wert. Ja. Preis ist das, was wir an der Börse zahlen. Auch wenn der Preis jetzt 20% niedriger ist, der Wert dahinter, unser Anteil an Danaher, der hat sich trotzdem die letzten 3 und 6 Monate weiterentwickelt. Mhm. Das Preisschild ist ein anderes geworden. Das ist auch eine Sache im Vergleich zum Immobilieninvestor. Warum viele sagen, Immobilieninvestoren sind erfolgreicher? Weil Immobilieninvestoren sind ruhiger. Es kommt nicht jeden Tag einer, der ein Preisangebot dir in den Briefkasten wirft und sagt, heute zahle ich dir 850.000 für deine Hütte, nächsten Tag sind es 900 und dann wieder 750.000. Der würde ja den Besitzer kehre machen irgendwann. Ja. Aber bei Aktien machen wir genau das. Mhm. Und dann sagen Leute, habe ich neulich eine Diskussion geführt, die wollen, warum sind Aktien nicht 24/7, also rund handelbar, um die Uhr quasi handelbar. Sag ich, nein, Quatsch, im Gegenteil, ich bin der Meinung, es wäre viel besser, wenn viele Aktien 3 Kurse am Tag, einen morgens, einen Mittag und einen abends festgestellt wird und dort die ganze Liquidität gebündelt wird, ich also ohne Spread handeln kann. Für uns Investoren wäre das definitiv die bessere Art und Weise, weil wir billige Transaktionen machen können, weil kein Spread mehr da ist oder fast keiner. Mhm. Und wir werden viel cooler, viel ruhiger. Sagt und wenn du ein Depot ordentlich strukturiert hast, dann musst du auch nicht jeden Tag reinschauen oder was. Mhm. Das ist nämlich auch ein grundlegender Fehler, den viele annehmen. In dem Moment, wo sie handeln, meinen Sie, hätten Sie Kontrolle übers Depot? Nein, haben Sie nicht. Die Kontrolle übers Depot hast du dann, wenn du deine Struktur festgelegt hast, wenn du geschaut hast, wie ist die Diversifikation, wenn du geschaut hast, welche Substanz ist hinter Unternehmen, welche Cashflows werden generiert. In dem Moment hast du Kontrolle des Zusammenstellen. Wenn die Kurse zappeln wie die letzten Wochen, hast du keine Kontrolle mehr drüber. Im Gegenteil, dann spielt dir deine Psyche einen Streich und du machst Fehler. Sagt er auch Jack Bogle zu ETFs, beziehungsweise er hat ja gesagt, der Erfinder von Vanguard hat ja auch gesagt, er mag eigentlich gar keine ETFs, weil man sie so viel handeln kann. Er ist eigentlich eher ein Fan von Indexfonds, weil man sie einmal kauft und nur einmal quasi am Tag kaufen kann oder zu einem kurzen Zeitraum am Tag nur kaufen kann, was ja im Endeffekt auch das wiedergibt, was du gerade gesagt hast. Im Gegensatz dazu, im Vergleich zu Danaher, sehen wir jetzt hier mal noch TUI. Ja, schauen wir uns im einen Wert an, die TUI. Genau. Ganz genau. Und das ist nämlich ein Wert, der richtig beliebt ist, weil jeder kommt und da so ein Ding, schnelles Denken, langsames Denken. Mhm. Jeder sagt, wow, Tourismus muss kommen, TUI, Lufthansa etc. brauche ich. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal TUI über knapp 30 Jahre an. Was sehen wir? Kapitalvernichtung par excellence. Wir müssen dazu eins wissen, der Anstieg in den Ende der 1990er, damals war TUI noch ein Stahlwert, also als Preussag damals firmiert, und die haben erkannt, Stahl und diese ganze Geschichte, das hat alles keine Zukunft, wir wollen die komplette Firma umdrehen und haben, was ja eigentlich nicht mal doof war, im ersten Ansatz neue Geschäftsfelder gesucht und sind dann eben in Tourismus rein. Der Anstieg war die Hoffnung auf dieses moderne, auf dieses zukunftsträchtige Geschäft. Das Problem ist allerdings, TUI hat nie ein Geschäftsmodell gefunden, das nicht krisenanfällig ist. TUI hat Entwicklungen in dem Bereich komplett verschlafen, wenn wir mal an Booking.com denken. Mhm, Während Booking.com ein Modell hat oder Airbnb, wo sie im Prinzip überhaupt keine Hotels mehr besitzen, wo sie einfach nur mit relativ geringen Kosten auch Krisen durchstehen können. Die sind ja beide relativ gut durch die Krise gekommen. Während eben bei TUI musste es Tafelsilber verscherbeln während der Krise wieder. Und zwar nicht nur jetzt, sondern auch bei vorherigen Krisen schon. Und wir können davon ausgehen, wir wissen nicht, was in 6, 8 oder 10 Jahren die nächste Krise ist. Aber wir wissen eines, mit dem Geschäftsmodell, wie es TUI hat,
wird es schwierig, wahrscheinlich die nächste Krise zu überleben. Mhm. Weil, und man sieht an diesem Chart eben wunderbar, dass über Jahrzehnte hinweg Aktionärsvermögen vernichtet worden ist. Es macht überhaupt keinen Sinn, in solche Unternehmen zu investieren. Das ist Zocken dann, das ist kurzfristiges Trading. Ja. Das Ganze funktioniert für 99% der Anleger nicht. Ich kenne ein paar Leute, die Trading machen, die verdienen Geld damit, aber ich kenne keinen, der nachhaltig Geld verdient hat, der weniger als 10 Jahre Markterfahrung hat. Mhm. Das heißt, die haben alle ihre Nische gefunden, was sie traden, aber nicht einfach mal so in der Pause zwischendurch am Smartphone Aktie X kaufen und am Abend mit 7,50 Euro Gewinn verkaufen und sich dann feiern lassen als der neue König der Wall Street. Ja. Ja. Das funktioniert nicht. Das ist definitiv ja systematische Kapitalvernichtung. Mhm. Jetzt kommen wir mal auch zu dem Punkt, natürlich muss ich mir eine Aktie ja erstmal anschauen. Das ist jetzt überhaupt in dem Rahmen hier, wäre das vielleicht viel zu kurz, jetzt zu sagen, wie analysiere ich eigentlich eine Aktie? Also was muss man sich dafür anschauen? Da entweder machen wir noch mal ein detaillierteres Video drüber oder Video zu, wie man eine Aktie analysieren kann. Unterschiedliche Aktien oder Aktienkategorien haben wir ja schon angesprochen, von Peter Lynch beispielsweise. Die werden natürlich auch teilweise anders analysiert. Wir haben jetzt ein Kurs-Umsatz-Verhältnis, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, wir haben ein Kurs-Buchwert-Verhältnis, wir können uns die Verschuldung anschauen, die zukünftigen Cashflows eventuell anschauen. Heutzutage muss man das nicht mal mehr berechnen, so ein Discounted Cashflow. Man bekommt das teilweise schon, wenn man eine App hat wie Simply Wall Street oder eine Website. Da sieht man das schön dargestellt, eine Pack-Ratio, Ausschüttungsquote und so weiter. Wie gehst, oder auch die Dividende, ja, vielleicht ein Dividendenaristokrat, wie sollte man denn jetzt daran gehen, vielleicht mal einfach relativ allgemein eine Bewertung angesprochen von einem Unternehmen? Also das Wichtige ist mal ein generelles Modell, dass man einfach mal drüber stülpt und die Daten alles rein und dann kommt hinten was raus, das Ganze gibt es nicht. Die Unternehmen sind verschieden, in verschiedenen Lebenszyklenphasen mit verschiedenen Eigenschaften der Branchen musst du die auch anders bewerten und angehen. Grundsätzlich, wenn ich an eine Aktie rangehe, das allererste, was ich wissen möchte, ich möchte verstehen, wie die Geld verdienen. Das ist diesen Prozess zu verstehen, mit was verdienen sie Geld, wie verdienen sie Geld und häufig sehr interessant, wo kommt dieses Unternehmen her? Welche Tradition hat das Ganze? Wie kamen die auf das Geschäft? Also sich mit der Geschichte der Firma zu beschäftigen. Das kommt witzigerweise bei mir über die historischen Wertpapiere auch. Ja. Ich kenne ja viele von früher eben die Papiere auch. Mhm. Ist es sehr schön einfach zu sehen und so kann man auch manche Sachen eben besser einschätzen. Ich habe mir viele von diesen links unten, rechts oben Aktien tatsächlich über den Langfristchart gesucht. Mhm. Unter anderem auch die Itoho, den können wir vielleicht nochmal einblenden. Ja, auch, das sind mir auch so diese japanische Werte, da habe ich den Chart nämlich auch mitgebracht. Die habe ich 2016 schon angeschaut. Und das ist eben, man muss wissen, das sieht jetzt erstmal nicht ganz so spektakulär aus, aber man muss wissen, dass Japan in der Zeit seit Anfang der 1990er de facto null Performance gemacht hat. Und hier ist ein Unternehmen, das den Kurs von 5 das den Kurs von 550 Yen auf etwa 4000 Yen gesteigert hat. Mhm. Also das und noch ordentlich Dividende gezahlt hat. Also das deutliche Outperformance gegenüber dem Markt geliefert hat. Die müssen irgendwas richtig machen. Die habe ich mir 2016 schon angeschaut, habe mich auf dem E-Mail-Verteiler registrieren lassen, habe versucht zu verstehen, wie dieses Handelsgeschäft funktioniert. Hat mir im Übrigen sehr das Buch Shoe Dog von Phil Knight geholfen. Mhm. Weil Phil Knight, der Nike-Gründer, der beschreibt dort recht gut, wie diese Handelsgesellschaften funktionieren, weil das sein Einstieg in das Schuhgeschäft quasi war, um die in Japan produziert zu bekommen, seine Nikes. Mhm. Und so kommt eines auf dem anderen. In dem Moment, wo man sich mit dem Unternehmen beschäftigt, ist auch die Wahrnehmung ganz anders geschärft. Man sieht eben sowas wie das Buch, den Hinweis mit den Handelsgesellschaften im Buch von Phil Knight. Das liest man dann viel intensiver und so kommt ein Baustein zum anderen. Und dann ist eben die Frage, was wende ich an? Wird eine Itoho ist eigentlich eher ja eine substanzorientierte Geschichte. Da kann man durchaus sich ein KGV mal anschauen. Man sieht die Dividende, die sie sehr lange, sehr konstant zahlen und immer wieder anheben. Man sieht plötzlich eine Sache, die man berücksichtigen soll, sind Aktienrückkäufe. Mhm. Und was auch immer so eine Geschichte ist, schau dir mal an, wer deine Mitinvestoren sind. Mhm.
Bei eToro war es jetzt so, ich habe die ersten bei um die 19 Euro im Sommer 2020 gekauft dann, also 4 Jahre zwischen dem, wo ich das Unternehmen entdeckt habe, witzigerweise einfach über Langfristcharts anschauen, bis zu dem Punkt dann, wo ich die erste Aktie gekauft habe. Und dann habe ich in 3 Tranchen nach und nach dazu gekauft, und in der Zwischenzeit hat auch Warren Buffett gekauft und, wie wir jetzt erfahren haben, auch noch aufgestockt. Und er liebt eben auch diese Unternehmen, die hohe Cashflows generieren, die Aktienrückkäufe damit machen, die das Ganze als Dividenden ausschütten, wo er wieder viel Cashflow eben sehr schnell zurückbekommt. Und ich hatte es eingangs erwähnt, ich habe von manchen Unternehmen nur eine Aktie. Das ist eben genau so ein Zweck, wenn ich hier gerade bei deutschen Werten Sachen, die ich auf dem Radarschirm haben möchte, wo ich ja einfach dabei bleiben möchte, wo ich die Entwicklung mitkriegen möchte, dann hole ich mir eine Aktie. Das geht beim Smart Broker. Und im Übrigen, dafür würde ich den Smart Broker und nicht Trade Republic empfehlen, weil beim Smart Broker zahlst du dann die 4 € Gebühren. Du bekommst aber die Eintrittskarte zur Hauptversammlung gratis. Die musst du bei den anderen Brokern dann jedes Jahr teuer bezahlen. Also dann lieber einmal die 4 €, was prozentual natürlich recht hoch ist, aber es ist egal, eine Aktie sich holen und dann regelmäßig das Ganze verfolgen, sich auf den IR-Verteiler setzen lassen. Investor Relations. Genau, das ist eine Methode. Oder vielleicht auch bei DGAB News oder bei Seeking Alpha sich ein Alert oder eine Watchlist mit den Unternehmen anlegen, dass man dann die News bekommt, und dann bekommt man ein Gefühl für das Unternehmen, dann bekommt man ein Gefühl für das Geschäft. Man merkt auch, passt es eigentlich zu dem, was ich haben will? Ja, und das ist dann ein Weg, um langsam ranzukommen. Und dann geht es eben ran, da muss man schauen, welcher Typ Unternehmen ist es? Ist es eben eher was wie eine eToro, die ich auf Substanz bewerte, wo ich auch ein KGV, ein Buchwert, eine Dividendenrendite eher in den Fokus rück? Oder ist es ein High-Growth-Unternehmen, um jetzt eins zu nennen, eine Play Magnus? Das ist die Gesellschaft vom Schachweltmeister Magnus Carlsen, wo ich auch ein paar Aktien habe, aber wo ich im Prinzip weiß, es braucht Zeit, irgendwann wird vielleicht aufgestockt, die verdienen noch kein Geld, da muss ich anschauen, wie ist im Prinzip die, weil es ja App-basiert auch ist, wie ist das Geld, was pro Kunde, pro Monat oder pro Quartal quasi, ja, also die Revenue per Customer quasi, was quasi jeden Monat, was sicher reinkommt, was sind Abo-Erlöse, was sind Einmalerlöse. Also da fängt man dann an in solchen Dingen, wie hoch ist das Wachstum? Oder was bei Blaine Magnus jetzt besonders interessant ist, sie sind vor 1,5 Jahren an die Börse gegangen. Der Aktienkurs ist zwar etwa ein Drittel gefallen seitdem, aber sie haben dreimal ihre Planzahlen erhöht. Also sie haben deutlich mehr geliefert, also fast 70, 80% mehr an Umsatz geliefert, als sie beim Börsengang versprochen haben. Aber der Aktienkurs ist trotzdem ein Drittel runter. Aber ich sehe, was das Unternehmen dahinter macht. Das Unternehmen entwickelt sich doch recht solide. Und damit werde ich ruhiger, weil ich sehe, Moment mal, ich war mit der Einschätzung des Unternehmens nicht falsch gelegen. Und das Interessante ist, wenn du sicher bist bei dem, was das Unternehmen macht, dann wird irgendwann auch der Aktienkurs nachkommen, zwangsläufig. Ja. Ja. Ich sag mal abschließend, wir sind jetzt schon sehr ins Detail gegangen. Also wir haben schon sehr viel gehört, auch fast 30 Jahre Börsenerfahrung. Vielleicht gehen wir auf diese einzelnen Punkte irgendwann nochmal detaillierter ein. Vielleicht Können auch wir gerne mal machen, ja? genau, vielleicht auch auf einzelne Unternehmen. Was man abschließend vielleicht nochmal sagen kann, ist, dass man sich als Anleger, und das ist mir besonders wichtig gewesen, weshalb ich auch mit dir darüber geredet habe, dass man sich nicht nur auf die letzten 10 Jahre oder 5 Jahre konzentriert, sondern auch Unternehmen im Depot hat, die über Dekaden Cashflows generiert haben und Mehrwert für den Anleger geboten haben. Wir haben jetzt hier einige Beispiele gesehen, Danaher, eToro oder auch im Vergleich zu TUI, wenn man es anders gemacht hätte. Genau, also das ist ganz wichtig. Zoom out. Nehmt wirklich lange Zeiträume her. Schaut euch wirklich lange Zeiträume an. Das ist so viel. Und das ist eigentlich das, was im Moment am meisten unterschätzt wird. Viele Anleger, die noch nicht lange dabei sind, schauen sich nur die letzten 3 oder 5 Jahre an, was sagen, was soll's, weil ob Cloud-basiert ist oder Software as a Service, das hat ja vor 10 Jahren noch keine Rolle Genau. gespielt. Und die kommen meiner Meinung nach dann zu falschen Einschätzungen, die interpolieren falsche Trends
und letztendlich führt es dazu, dass die Depots zu einseitig ausgerichtet sind. Und ja, die Quittung wird man in einigen Jahren dann sehen. Mhm. Alles klar, Matthias, ich danke dir vielmals. Jo, gern geschehen, vielen Dank. Und hoffentlich hören wir uns bald mal wieder. Jo, bis demnächst. Ich hoffe, dieses Video mit Matthias Schmidt vom YouTube-Kanal Finanzgeschichten hat dir gefallen. Wenn du noch Lust hast, weitere Videos zu schauen, dann habe ich dir hier oben zwei Videos verlinkt, die du dir gerne anschauen kannst. Und wenn du Ideen hast für zukünftige Videos, dann schreib mir die doch gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte dir einen Mehrwert schaffen mit diesem Video. Mir hat es sehr weitergeholfen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao.